Jesus in Gestalt des Brotes anzubeten, das Gespräch mit Gott zu suchen und zu führen. Das steht im Mittelpunkt jedes Night Fever Abends und das war auch im Dom so. Das Gotteshaus war mit Besuchern aller Altersklassen gut gefüllt, so gut es die Corona-Regeln eben zuließen. Ein Team aus rund 20 jungen Männern und Frauen hat sich um die Vorbereitungen für diesen Abend gekümmert. Wir wollen damit einfach bezwecken, dass auch vor allem Jugendliche, die vielleicht keinen Bezug zu Gott haben, dadurch, dass wir auf die Straßen gehen und Leute einladen, normalerweise mit Corona ein bisschen schwierig, aber normalerweise laden wir dann draußen eben die Leute ein, dass sie in den Dom kommen für 10 Minuten, für eine Stunde oder auch den ganzen Abend, ganz egal, und einfach in der Atmosphäre Gott kennenlernen dürfen und einfach vielleicht ein bisschen mehr in Berührung kommen, wenn sie es von daheim, von den Familien vielleicht auch gar nicht so kennen und einfach diese Freude verspüren können. Die Freude der Gottesbegegnung in stimmungsvoller Atmosphäre zu spüren, das ist natürlich an vielen Orten möglich, in der Kathedrale des Bistums aber ganz besonders. Die unterschiedlichen Lichtstimmungen, die Kerzen und die Musik lassen niemanden unbeeindruckt. Nicht diejenigen, die zum ersten Mal bei einem Night Fever waren und auch nicht die, die das schon öfters erlebt haben. Für mich ist jedes Mal wieder total schön zu sehen, einfach wenn hier junge Leute ehrenamtlich einen Raum bereiten mit Jesus in der Mitte und dann ja, ist die Möglichkeit, mit Jesus ins Gespräch zu kommen, zur Ruhe zu kommen, sein Herz auszuschütten und einfach wieder neue Kraft zu tanken. Das ist für mich total schön, jedes Mal aufs Neue das zu sehen. Jedes Night Fever beginnt mit einer heiligen Messe, die dieses Mal von Domvikar Andreas Miesen gefeiert wurde. Er sagte, dieser offene Gebetsabend sei dazu da, die Liebe Gottes zu erfahren und sie an andere weiterzugeben. Neben dem Angebot, eine Kerze vor dem Allerheiligsten zu entzünden, gab es auch Gesprächsmöglichkeiten sowie das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Bei den Besuchern kam das Night Fever im Dom sehr gut an. Also es war wie immer sehr besonders. Es ist wirklich unfassbar zu sehen, wie die Leute, ja, oder wie man sich da vor dem Altar, vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten in die Ruhe, in die Stille begeben kann und was es auch mit den Menschen macht. Also was diese Atmosphäre hier im Dom und vor allem auch, was da, ja, der Herr im Allerheiligsten wirklich mit den Leuten macht, das ist für ein Jahr schon Gläubigen, sagen wir mal, wirklich immer wieder aufs Neue beeindruckend. Es war wie immer ein wunderschöner Abend, die Musik und die Stimmung berührt das Herz und ja, man spürt einfach die Liebe Gottes. Und ja, ich durfte jetzt auch das Sakrament der Beichte empfangen und das ist so ein großes Geschenk. Ja, einfach so eine Erleichterung für die Seele, einfach zu wissen, dass Gott uns liebt, so wie wir sind und ja, dass wir für ihn genug sind, so wie wir sind. Es ist halt die Möglichkeit, hier wirklich in Gemeinschaft ja, so Gottes Nähe mal zu spüren. Und das ist einfach etwas anderes, ob ich alleine bete und für mich in meiner Gottesbeziehung bin oder ob ich so den Hall der Gemeinschaft hinter mir habe oder auch diese wunderschöne Musik, die das trägt, wo ich im Leben einfach mit meinem Gesang auch nicht hinkomme, aber einfach da sein und getragen sein darf in meiner Beziehung, ohne irgendetwas zu tun oder zu leisten oder dergleichen. Und das genieße ich einfach. Einfach genießen, in die Stimmung eintauchen und die Begegnung mit Gott zulassen. Das Night Fever-Angebot gibt es im Bistum Augsburg seit rund 10 Jahren. Und auch unter ungewöhnlichen Bedingungen war das diesjährige am Vorabend des zweiten Advents ein Ereignis, das vielen Besuchern noch länger in Erinnerung bleiben wird.